Willkommen zurück zu einem neuen Part von Bioshock. Ich habe zwar schon diese Woche aufgenommen, aber ich und Bioshock gehören einfach zusammen und ich habe Bock weiter zu zocken. Ich muss mich wie gesagt wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, aber hey, das sage ich in jedem Part und es lief ja die letzte Zeit ziemlich gut. Ich glaube auf F ist heilen oder auf T, auf T, ich weiß noch nicht. Wir werden es gleich sehen. Eine Leiche haben wir hier. Oh ja, Geld. Geld sollte man immer mitnehmen. Wir waren hier vor Dr. Steinmann und Alfredo furzt die ganze Zeit rum. Das ist nicht so schön. Dann klopfen wir da mal an. Die Augen auf Steinmann offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Ja. Vielleicht fragt ihr euch noch ein bisschen, was ist denn mit Steinmann eigentlich? Steinmann war auch einer der ersten, der in Rapture angekommen ist. Steinmann ist, war auch ein sehr guter Freund von Xander Cohn, den wir auch später noch kennenlernen werden. Im Buch taucht er nicht so oft auf, weil das Buch dreht sich eher um diesen McDonald, der ja der Konstrukteur von Rapture war. Jedenfalls wurde kurz noch gesagt, dass ein Patient ihn gefragt hat, wo er denn seine Ausbildung gemacht hat. Er hat dann nur genuschelt und irgendwas von einem Lager gesprochen. Deutsche Krieg. Wo hat er wohl gelernt? Natürlich in einem KZ. Deswegen ist er auch ein bisschen, ja, wahnsinnig geworden. Aber er hat ja noch ein schönes Tagebuch gemacht. Und werden ihn gleich mal abspielen. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Das ist so. Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Erledigt ist. Und genau da seht ihr, wo der Wahnsinn beginnt. Wenn man natürlich keine ethischen Vorlagen hat. Da war ein automatisches Geschütz. Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektrobolt triffst. Hier. Nach hier oben, dann nach hier. Müssen wir es halt umlenken. Nein. Das war keine gute Idee. Nein. Ich finde gerade nicht das, was ich finden möchte. Aha, genau. Aha, noch eine gerade. So, fertig. Rum, sehr schön. Wir können erfolgreich. Hat dich eigentlich eingeladen? So. Sehr schön. Ge Turm gehört uns. Wir können uns hier jederzeit zurückziehen. Jemand lustig? Wir haben zum Glück noch keine Houdini-Splicer oder so. Wir haben uns hier eigentlich durchgehend nur mit lustigen Kerlen zu tun. Komm du ruhig hierher! So lustig bist du gar nicht. So. Okay, die ist hart am Limit am Operieren. Wo bist du denn? So. Wir müssen auch ein bisschen, das sind noch alles Lee-Head-Splicer. Was ist der Unterschied? Lee-Head-Splicer sind noch etwas. Ankauf machen wir. Okay. So, dann. Geben wir uns noch einen Shot. Ja, du bist ganz lustig. Stecke ich fest hier. Ah, immer noch lustig drauf. Headshot, so.
kriegst keinen Besuch. Ja, da kann ich ja leider auch nichts machen. So, ich habe keine Angst, ich habe das Tonband nicht vergessen. Wir müssen uns hier erstmal ein bisschen eine Übersicht verschaffen. Danke für die Pistole. Oh, ganz viel schöne Tonbänder. Ich werde die alle einsammeln, also probieren alle einzusammeln, dass ihr möglichst viel Background-Informationen bekommt. Hier haben wir ein Tonband. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Ja, Andrew Ryan hat ein bisschen eine komische Ansicht, aber wie kann man es ihm verübeln? Natürlich hat er den Kommunismus live miterlebt. Das könnte man hacken. Damit, dann fällt dann hier was raus. Oder man kann das auch kaputt machen, damit man das Ding aber jetzt mal alle Tonbänder erst abspielen. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien. Du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt. Wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Wisst ihr auch, Frau Tenbaum, was ist sie? Sie ist sozusagen die Mutter der Little Sister und der Big Daddy. Sie hat nämlich mit Su Chong zusammen die beiden Herren erschaffen. Schön nochmal ein Tonband. Ich zum Hören? Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch alles und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Ja, ihr seht, dass Dr. Steinmann natürlich durch die fehlenden ethischen Grundsätze, die es gegeben hat. Komm. Du verfügst über Spezialmunition. Benutze das durch Mausrad klicken. Genau. Die Big Daddies sind ja aus Stahl oder tragen im Allgemeinen relativ viel Metall am Körper. Kugelsichere Schüsse sind da. Muchas gracias! Der verkauft Munition. Seht ihr? Genau, seht ihr, ich kann da Schrot und was weiß ich alles kaufen. Oder wir können den hacken. Tschetschenischer Wodka, was ist denn mit dem? Und wenn man die hackt, die Verkaufsautomaten, kriegt man einen Bonus. Oh, wieder ein Vandalismus. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Ja, und genau das ist das, wenn wir könnten den eben auch hacken. Aber ich mach's jetzt mal nicht, deswegen, bin eh nicht so der Freund von Hacker. Ich glaube, später kann man das auch noch per Auto-Dings hacken lassen. Hier müsste ich rein. So, soll mich aufhören zu erschrecken. Hier können wir nicht durch, hier brauche ich das Plasmid abfackeln. Eternal Flame, seht ihr hier schon? Ich geh mal nach hier. Es leckt! Tut mir leid. Das ist ein spezieller Splicer, der nicht gerade sehr nett zu mir ist. Oh, hoffe ich mit diesen Bomben zu bewerfen! Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Genau. Kameras sind schlecht für uns. Sobald die uns zu lange sehen, wenn die uns sehen, schicken die uns die ganzen
Junge, man kann es auch übertreiben. Gibt der immer noch. Dieser Typ. Wir müssen die Kamera irgendwie loswerden. Man kann die ja natürlich auch zerstören, indem man sie einfach vom... Okay, hast du ihn jetzt gekillt, Alfredo? Wir können natürlich... ich zerstöre die mal lieber, anstatt zu hacken, weil ich habe da keine Zeit für. So, wir sind dem Typen hier reingefolgt. Ob das so eine gute Idee war, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Jedenfalls hat Dr. Steinmann sich ganz viele nette Menschen hier wahrscheinlich zu Untertanen gemacht. Die werden hier verbrannt, warum auch immer. Ich dachte, er möchte an ihnen rumoperieren. Genau. Hier mal so, wir müssen da ein bisschen aufpassen. Ein hier ist nämlich ein Plasmid. Wir bauen unsere Stadt wieder auf, doch die Zweifler schicken jemanden abfackeln her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. 1000 Adam? Was hab's nicht ein bisschen? Wir haben jetzt das Plasmid abfackeln. Wenn etwas in Rauch aufgehen sollte, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Haben wir noch einen Slot? Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Ja. Ich weiß, und es leckt, warum auch immer. Seht ihr, wir können die jetzt alle abfackeln. Oh, jo, jo. Oh, boom. Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Erreichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. So gemacht. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Ich hab's gemerkt. Und es hat geleckt, das bitte ich zu entschuldigen, aber irgendwie ruckelt es zwischendurch manchmal. Ist halt so, wenn man ein Spiel zockt, das eigentlich für einen anderen PC, also für einen anderen PC, für Dings konzipiert ist, für Windows XP, das kann schon mal vorkommen. Sonst werde ich das dann einfach überspringen, oder? Ja, ist ja nicht so. Kommt da noch einer raus? Ich schaue mich hier mal ein bisschen um, ne? Ich möchte euch ja wirklich alles zeigen können. Hier geht's nur runter. Auch wenn ich hier nicht lang muss, hier können wir sicher noch... Ich glaube, hier hat mich das letzte Mal habe ich die Herzbaracke bekommen. Deswegen möchte ich gerne nicht abfackeln am Start haben. Lebende Erinnerung. Oh, ein Turmband. Picasso der Chirurgie. Wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen, wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Nein, das ist keine gute Idee. Ah, hier waren wir. Ich gehe mal nochmal nach oben, denn ich möchte ja mich hier noch umschauen. Musste ich hier sogar lang? Na, hier war ja das Turmband. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verlaufen. Ich habe es gesehen, ich habe die Kiste... Was ist denn los? Kann... Da talkt einer die ganze Zeit. Ich weiß... Irgendwo hier war doch die Kamera, oder? Jo. So. Hier waren die Typen, die ich abgefackelt habe. Wo war denn die Kamera, bitteschön? Oh, Kassette? Ganz ruhig. Ich will mich mal schnell kurz umschauen. Wo muss ich denn? Hier war die Kamera, oder? Hier. Aha, hier bin ich reingekommen. Okay. Okay. Wir sind noch am richtigen Ort. Genau, wir müssen ja hier lang.
Da hat mich der hier durch das... Genau, der hat mich hier abgelenkt, dass ich ihm hier nachgelaufen bin. Ionischer Schrot, aber ich habe doch gar kein Schrotgewehr. So, aber das sei es für heute mal zum gewesen für Bioshock. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part und dort werden wir weiter Ausschau halten nach Herrn Steinmann und ich glaube nicht, dass er uns helfen wird, aber wir können ihn ja auch mit heißen Argumenten auf unsere Seite ziehen und bis dahin sage ich, Spieß, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.